Es sieht ja so aus, dass die Linke gerade recht wenig Prozent hat, also für ihr eigenes Potenzial dann ja 5%, und gleichzeitig steigen die Prozentwerte der AfD immer weiter. Also liegen jetzt teilweise bei bis zu 15%. Und jetzt steht eben auch die Berlin-Wahl an, wo eben die Linke auch so 2% ungefähr weniger hat als bei dem Ergebnis. Und was würde das überhaupt für die Gesamtdemokratie eben bedeuten, wenn die linke Opposition im Bundestag, aber auch in den Parlamenten immer mehr schwindet, oder halt eben die linke Regierungsbeteiligung eben dann auf den Ländern und die konservative und rechte Opposition immer stärker wird? Ja, ich glaube, das wäre eine Katastrophe für die Politik in Deutschland, weil wir dann keine tatsächlich linke Opposition mehr hätten, wobei ich ganz zuversichtlich bin, dass die Linke ihre Krise überwindet und vielleicht auch schon in diesem Jahr den Turnaround nach oben wieder schaffen wird. Ich glaube, das ist durchaus möglich. Der Linken wird ja gleichzeitig ein Potenzial von 18% attestiert. Wir hatten ein sehr schlechtes Ergebnis bei der Bundestagswahl. Und das dauert eben eine gewisse Zeit. Ich habe das als Vorsitzender selber schon mal erlebt. 2012 waren wir auch zwischen 4 und 6% und konnten uns nach und nach wieder aufrappeln. Naja, kommt wahrscheinlich zu früh jetzt schon von der Spaltung der Partei drin, aber kommt jetzt so ein Alleinvorgehen von einer Sarah Wagenknecht jetzt gerade zum denkbar schlechten Zeitpunkt? Naja, das war eigentlich immer ein schlechter Zeitpunkt, aber so unmittelbar nach den Bundestagswahlen, wo man doch einen richtigen Denkzettel verpasst bekommen hat und mit viel Glück gerade noch in den Bundestag reingekommen ist, ist das natürlich denkbar schlecht, wenn eine der bekanntesten Gesichter unserer Partei öffentlich praktisch mit der Gründung einer neuen Partei spekuliert. Und wie planen Sie da jetzt weiter dagegen vorzugehen? Es gab ja eben ein Schreiben eben von der Partei Die Linke, dass so Spaltungstendenzen eben zurückgewiesen werden. Aber wie würde jetzt eben ein weiteres Vorgehen so ungefähr aussehen? Ja, ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung war, dass die Parteiführung alle Landes- und Fraktionsvorsitzenden im Bund und in den Ländern und auch die Landesvorsitzenden in den Ländern versammelt hat und die auch dann einstimmig ein gemeinsames Papier unterzeichnet haben. Das ist durchaus ein Novum in der Geschichte der Linken. Das heißt, die haben auch den Ernst der Situation erkannt. Sie haben sich einmütig hinter die Positionen der Parteiführung gestellt und haben erklärt, dass sie eben um diese Partei kämpfen werden und haben, was noch wichtiger ist, auch definiert, was die linke Partei ausmacht. Weil ich glaube, dass es auch für die Zukunft extrem wichtig ist, dass wir eine eigene Erzählung mal haben. Also die Partei hat sich vor 10 Jahren auf den Weg gemacht, eine moderne, emanzipatorische, linke, sozialistische Partei zu werden, die sich als Mitgliederpartei versteht, die sich in sozialen Bewegungen verankert, die Bündnispartner für soziale, ökologische und demokratische Bewegungen ist und die grundsätzlich eine Demokratisierung der Gesellschaft vorantreiben will. Sie haben ja selber mal vor 3 Jahren gesagt, Klimaschutz ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Es gibt keinen Klimaschutz ohne soziale Gerechtigkeit, aber auch keine soziale Gerechtigkeit ohne Klimaschutz. Und stehen Sie dann auch mit dieser Aussage dann auch hinter eben Klimagerechtigkeitsbewegungen wie eben Ende Gelände, aber wie jetzt neuerdings auch sehr populär in den Medien vertreten, Letzte Generation? Naja, ich muss nicht alle Aktionen der letzten Generation für gut finden, aber ich halte es für unzulässig, die Menschen, die sich da ankleben und anketten, zu verurteilen. Ja? Also was ist das, wenn man mal eine Autobahn für ein paar Stunden blockiert im Vergleich zu dem, dass die Regierung ihre selbstgesetzten Klimaziele nicht einmal einhält und die Zukunft einer ganzen Generation gefährdet. Hier muss einfach die Linke klar sein, sowohl im Umgang mit den Menschen, die zivilen Ungehorsam praktizieren. Ich meine, das haben wir alle in unserer Jugend auch gemacht. Wir sind in Mutlangen, haben wir auch die Mittelstreckenraketen
blockiert. Streikende Arbeiter haben auch die Rheinbrücke im Ruhrgebiet blockiert, oder streikende Daimler-Arbeiten haben hier die A81 blockiert. Also da muss man sich dran erinnern und auch feststellen, oh, Entschuldigung, die Katze geht immer ganz durch. Da muss man sich dran erinnern und auch sagen, dass das Bundesverfassungsgericht ja Blockaden zum Beispiel als Bestandteil des zivilen Ungehorsams für rechtmäßig befunden hat. Aber wir sind eben jetzt auch in Lützerath, also unsere Vorsitzende Janine Wissler ist dieser Tage dort, und auch die Landesvorsitzenden in NRW, die Katrin Vogler, sind dort und unterstützen die Menschen, die jetzt praktisch den Kohleabbau dort in Lützerath verhindern wollen. Diese Kohle braucht kein Mensch, und es behindert eher praktisch die Beendigung des fossilen Zeitalters, als dass es das befördert. Ja. Und könnte dann auch die Linke eben in einer großen Sammelbewegung antikapitalistischer Kräfte, und man kann jetzt natürlich an die ganze Klimabewegung denken, aber ich denke, es gibt ja auch einen großen antirassistischen und feministischen aktiven Teil eben in Deutschland, könnte sich dann auch die Linke in so einer Bewegung wiederfinden, denn es gibt ja auch Kritik an die Linke von eben links außen. So, gerade in Berlin gibt es jetzt das Phänomen des revolutionären Bruchs, eben ehemalige Mitglieder der Linksjugend oder eben der Linkspartei, die dazu werben, eben für eine revolutionäre Organisation einzutreten. Und ist die Linke da momentan eben in der Lage, sich auch in so einem größeren Feld eben dann wiederzufinden und dann eben auch einzubringen? Naja, die Linke ist eine antikapitalistische Partei. Es gibt keinen Sinn, für einen demokratischen Sozialismus zu sein und den Kapitalismus nicht abschaffen zu wollen. Sie ist aber insofern keine revolutionäre Partei, dass sie meint, wir hätten irgendwo in der Gesellschaft eine revolutionäre Situation für eine Abschaffung des Kapitalismus, sondern wofür wir werben, ist eben Einstiege zu finden in, sagen wir mal, antikapitalistische Ansätze für einen Umbau der Gesellschaft. Würden Sie sich eigentlich selbst als Pazifisten bezeichnen? Naja, ich bin nur ein halber Pazifist. Also ich selber habe einen Kriegsdienst verweigert und bin gegen Waffen und jede Form von militärischem Einsatz. Aber ich habe natürlich auch, wie viele andere Linke, durchaus Geld an die Befreiungsbewegung in El Salvador geschickt. Vor jetzt, ich weiß nicht wie viel, 30 oder 35 Jahren. Ja. Also es gibt natürlich Befreiungsbewegungen in autoritären oder diktatorisch geführten Ländern, wo man mit demokratischen Mitteln in aller Regel die Militärkunde nicht beseitigen kann, ja, sondern wir haben auch den Befreiungskampf in Südafrika vom ANC unterstützt, der ja auch einen bewaffneten Arm hat. Also man muss sich das genau angucken. Aber ich bin ein grundsätzlicher Gegner von Militarisierung, Aufrüstung und Einsatz von Krieg als Mittel der Politik. Und das ist trotzdem gerade eben passiert. Die Ampelkoalition hat ja eben das Sondervermögen Bundeswehr auch schon vor einiger Zeit eben beschlossen. Und das ist aus der linken Perspektive natürlich sehr kritisch zu sehen. Aber dennoch gibt es da eben ein Kompromiss, wo sich eben die Linke wiederfindet, also zwischen eben dieser Aufrüstung und diesem Sondervermögen und eben dem völlig kompromisslosen Pazifismus. Also findet sich die Linke irgendwo dazwischen wieder? Nee, die Linke hat die Aufrüstung abgelehnt aus guten Gründen. Also wir hatten ja schon eine Aufstockung der Mittel für die Bundeswehr von rund 33 Milliarden auf über 50 Milliarden in den letzten Jahren. Und vermutlich sind da ja auch nicht nur Asbestunterhosen davon gekauft worden.
sondern ist tatsächlich das Militär gewaltig aufgerüstet worden. Die 100 Milliarden wären nicht benötigt worden zur Landesverteidigung. Also wir haben immer akzeptiert, dass es eine Armee zur Landesverteidigung gibt. Wir haben aber nicht akzeptiert, dass es eine Armee gibt, die in anderen Ländern der Welt interveniert und Kriegseinsätze vornimmt, wie zum Beispiel in Afghanistan oder in Mali oder in anderen Ländern. Das lehnen wir ab, und in der Tat gibt uns ja das Resultat dieser Einsätze, die in aller Regel in einer völligen Katastrophe geendet sind oder in Ländern, wo jetzt die Bürgerkriege extrem stark zugenommen haben, wie zum Beispiel in Libyen, gibt uns also diese Einschätzung und diese Stellung recht. Ich würde jetzt gerne noch zu zwei Bereiche eben abdecken, denn Sie haben ja eben auch angesprochen, dass eben die Situation in Afghanistan eben Ihnen recht gibt. Und ich denke natürlich, dass die derzeitige Situation eben wirklich katastrophal aussieht aus einer Menschenrechtsperspektive. Aber es gab jetzt auch überspitzt gesagt eben die Kritik aus konservativen Kreisen, gerade so wenn ich eben an Zeitungen wie die NZZ denke, dass eben gesagt worden ist, ja, die Linken, also die gesellschaftlichen Linken, haben sich ja sowieso eingesetzt für einen Rückzug der Truppen aus Afghanistan. Jetzt sind eben die Truppen zurückgezogen und jetzt ist das passiert. Das ist doch eigentlich genau das eben, was die Linken gewollt haben. Und wie würden Sie jetzt eben da auf diese Einschätzung eben eingehen? Naja, die haben sich ja nicht zurückgezogen, weil es die Linke gewollt hat. Wenn wir so stark wären, das wäre wirklich gut. Sondern sie haben ja selber gesehen, dass dieser Krieg immer mehr kostet und dass er keinesfalls, dass die Militäreinsätze dort dazu geführt haben, dass die Taliban geschwächt wurden. Im Gegenteil, die Taliban wurde dadurch sogar gestärkt. Und deswegen hat die USA beschlossen, sich zurückzuziehen. Infolge dieses Beschlusses haben dann die anderen Regierungen, zum Beispiel auch die in Deutschland, haben beschlossen, sich ebenfalls zurückzuziehen und ihre Truppen zurückzuholen, weil ohne die USA für sie ja dieser Auslandseinsatz überhaupt nicht mehr durchführbar gewesen wäre. Also das ist die wirkliche Geschichte. Und vermutlich haben diese Auslandseinsätze jetzt auch nicht die fortschrittlichen Bedingungen oder die fortschrittlichen Bewegungen in Afghanistan gestärkt, sondern sie haben ja eher dazu geführt, dass jetzt die Taliban die alleinige politische und militärische Macht hat und furchtbar in diesem Land wütet. Also, und ich glaube, dass man daraus lernen muss, dass quasi der Export von Menschenrechten und demokratischen Systemen, die ja auch stark an die gesellschaftliche und ökonomische Entwicklungen des eigenen Landes gebunden sind, dass man die nicht einfach in andere Länder, die völlig andere Bedingungen vorfinden, wo es noch Clanherrschaft gibt und die politisch zersplittert sind und wo es überhaupt nicht mal einen halbwegs entwickelten Kapitalismus gibt, sondern stark agrarisch geprägte eine stark agrarisch geprägte Wirtschaft, dass man dort nicht eben einfach dem solche demokratischen Überbau überstülpen kann. Das ist, glaube ich, nirgendwo möglich. Und das andere Thema, das ich jetzt noch gerne ansprechen will, ist dann schon tatsächlich auch der Ukraine-Krieg. Und eben, wie stehen die da jetzt zu Waffenlieferung, so zu dem Sondervermögen oder beziehungsweise dieser Aufrüstung? Eben haben sie ja schon eine Position abgegeben, aber sprechen sie sich auch in irgendeiner Form eben für Waffenlieferung auf oder jedenfalls für Teile der Waffenlieferung? Jetzt vielleicht nicht das ganze Paket, aber lehnen sie das jetzt komplett ab? Und inwiefern sieht dann die Solidarität der Linken mit der Ukraine auch aus? Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema in jeder Hinsicht, moralisch, aber auch politisch. Ich glaube, die Linke hat sich da nicht einfach gemacht mit ihrer Position.
Wir lehnen Waffenlieferungen ab an die Ukraine. Die Ukraine wurde im Übrigen vorher schon gewaltig aufgerüstet durch die USA. Wir lehnen sie deshalb ab, weil wir die Befürchtung haben, dass sich dadurch der Krieg um Jahre verlängern wird. Jetzt die ganzen Debatten, auch im Bundestag, insbesondere von den Grünen, die ja dort eine stark bellizistische Haltung einnehmen, also am meisten mit der FDP zusammen und der CDU für diese Waffenlieferungen werben und wo es ja auch kein Ende findet. Jetzt hat die Bundesregierung die Marder-Panzer geliefert. Jetzt muss man gleich eine neue Debatte anstoßen, dass natürlich durch die Waffenlieferungen eben die Gefahr droht, wenn die Ukraine eben nicht siegt, bis jetzt Hofreiter oder Strack-Zimmermann die ganze Zeit rausposaunen. Wie groß ist dann das Leid? Wie viele Menschen wurden getötet durch den Krieg auf beiden Seiten? Und was ist von der Ukraine überhaupt noch übrig? Ich glaube, da hat die Linke gute Argumente, jetzt einfach stärker Friedensverhandlungen zu verlangen. Natürlich ist die Bundesrepublik jetzt nicht mehr das geeignete Land, hier in irgendeiner Form eine Vermittlerrolle einzunehmen, weil wir eben total Partei ergriffen haben. Aber Länder wie China, Indien, die ja auch praktisch jetzt auf einmal die größten Abnehmer des Öls und Gas von Russland sind, könnten zum Beispiel solch eine Rolle einnehmen. Und ich finde, man muss praktisch den Weg der Diplomatie gehen, auch wenn er vielleicht auf den ersten Blick wenig aussichtsreich erscheint, weil beide Seiten die Hoffnung haben, auf dem Schlachtfeld praktisch Geländegewinne zu erzielen, was eben zynisch ist gegenüber den Menschen, die dann sterben müssen oder schwer verletzt werden. Aber trotzdem muss es praktisch eine Stimme geben, die für Diplomatie und Verhandlungen eintritt und die aus der militärischen Logik austritt, die offensichtlich jetzt alle Parteien erfasst hat. Aber wie sieht denn Ihre konkrete Solidarität mit der eben Ukraine aus? Also das ist ja jetzt eben ein Vorstoß zur Diplomatie oder eben zu Friedensgesprächen, wie dann wirklich auch mittel- oder langfristig Frieden herrschen könnte. Aber ist das nicht die größte Form der Solidarität, dass man alles tut, um diesen Krieg zu verkürzen und um endlich zu einem Waffenstillstand zu kommen. Ich finde, dass es, man kann natürlich sagen, Waffenlieferungen sind ein Akt der Solidarität, aber man muss natürlich schon auch sagen, dass auf dem Boden der Ukraine ein Stellvertreterkrieg stattfindet. Es gibt ja keinen Zweifel, dass die Russland der Verursacher dieses Krieges ist und es ein verbrecherischer, völkerrechtswidriger Krieg ist. Aber andererseits gibt es natürlich auch das Ziel, insbesondere der USA, Russland als militärische Kraft auf Dauer zu schwächen. Ja? Und man muss sich schon die Frage stellen, ob eben dieser Stellvertreterkrieg nicht auf dem Rücken in erster Linie der ukrainischen Bevölkerung ausgetragen wird, und in zweiter Linie aber auch der russischen, also die russische Bevölkerung, die ja offensichtlich in der Mehrheit hinter diesem Krieg steht, muss ja auch in schlechtere Lebensverhältnisse hinnehmen. Sie muss die Kosten dieses Krieges bezahlen. Das bezahlt nicht die russische Oligarchie und bezahlt auch nicht die ukrainische Oligarchie, sondern es bezahlen eben die Menschen, die auf beiden Seiten verletzt oder getötet werden. Dennoch bleibt für mich ein bisschen die Frage, dass eben mit eben dem Umgang, also von der Linkspartei zu Russland, ob da nicht ein wenig zu sehr eben die Russlandfreundlichkeit immer noch tief sitzt. Also gibt es immer noch zu russlandfreundliche Stimmen in der Linkspartei? Das kommt drauf an, unter was man Russlandfreundlichkeit versteht. Also ich war lange mit Katja Kipping Vorsitzender dieser Partei und wir haben beide den russischen Kapitalismus immer als Oligarchenkapitalismus und zwar als autoritären Oligarchenkapitalismus bezeichnet, in dem es weniger demokratische Rechte gibt als bei uns. Aber wir haben immer gesagt, außenpolitisch
wird es keinen dauerhaften Frieden in Europa geben, ohne dass Russland einbezogen wird. Ich habe mit einer weiteren Politikerin gesprochen von den Grünen, die eben so argumentiert hat, dass sie eben die Ukraine natürlich als souveränen Staat sieht und daher wir überhaupt nicht in der Position sind, eben der Ukraine, einem selbstbestimmten Staat, jetzt Stellvertreter, Krieg hin oder her, eben zu erklären, wann es jetzt Friedensverhandlungen eben zu führen hat und wann nicht, und dass eben wir nur an der Seite der Ukraine stehen und sie eben so unterstützen, wie sie es jetzt eben verlangen, weil sie ja eben angegriffen worden sind in diesem völkerrechtswidrigen Krieg. Und dadurch ist überhaupt auch gar nicht unsere Position oder unser Recht, es jetzt Rollenspiele durchzuführen, ja, welche Teile von der Ukraine man ja eben jetzt abgeben solle, damit eben Frieden herrscht und was man behalten darf. Jetzt vielleicht nochmal Ihre Position dazu? Naja, das sagen wir ja auch nicht. Niemand von uns sagt ja, dass die Ukraine irgendwas aufgeben soll, sondern wir sagen, dass Verhandlungen geführt werden müssen und ein Waffenstillstand herbeigeführt werden soll. Ich kenne die grüne Argumentation und die hat insofern was, weil natürlich hat die Ukraine ein Selbstverteidigungsrecht. Sie sind diejenigen, die angegriffen werden. Aber die Ukraine hat wiederum nicht das Recht, die halbe Welt in diesen Krieg reinzuziehen. Ich meine, wenn Toni Hofreiter oder Strack-Zimmermann sagen, in der Frage der Atomwaffen, Putin würde ja nur bluffen. Woher wissen Sie denn das? Woher wissen die, dass Putin nur blufft? Und was passiert, wenn wirklich ein paar Raketen an der falschen Stelle landet und jemand auf den Atomknopf drückt und praktisch ein großer Teil dieser Atomwaffen eben zufällig auf uns gerichtet sind? Ich meine, ich halte das für völlig unverantwortlich, so zu argumentieren. Und praktisch, ich meine, gut, Strack-Zimmermann ist in einem Wahlkreis, wo Rheinmetall zufällig seine Produktionsstätten hat, ist ja auch in genügend Kreisen drin und Vereinen und was weiß ich, die praktisch pro Bundeswehr sind und in diesem Bestandteil dieses industriellen politischen Komplexes. Warum die Grünen diese Logik so eins zu eins übernommen haben, das müssen sie selber erklären. Also ich halte das für sehr, sehr gefährlich und finde es eigentlich fast schade, dass sich Scholz das so drängen lässt. Er hatte nämlich eigentlich eher einen vorsichtigen Kurs eingeschlagen, glaube ich, aus der berechtigten Angst heraus, dass dieser Krieg ja auch jederzeit eskalieren kann. Und wir haben es eben mit Russland, mit einer Atommacht zu tun. Und eine Atommacht, die in die Enge getrieben wird, weiß man eigentlich nicht so ganz genau, was dann passiert. Und sagen wir mal, die politischen Parteien hier haben auch eine Verantwortung gegenüber der eigenen Bevölkerung und dem Rest der Welt, nicht nur für die Ukraine. Vielen Dank für das Interview und für das abschließende, sehr starke Statement. Und dann wünsche ich Ihnen dann noch alles Gute. Ja, danke schön. Machen Sie es gut.